Guten Morgen! So, Tag 1 hier in Dänemark beginnt. Wir haben schon eine ganze Menge Action gehabt morgens. Der Techniker war da, weil die Geschirrspülmaschine kaputt ist. Ich bin nicht der Techniker. Nein, du bist eigentlich der Kameramann, was auch nicht mehr der Fall ist, weil ich mich selber immer filmen muss. Es ist wie es ist. Ja, dein Kragen sieht ein bisschen komisch aus. Hä? Würde ich, Okay, du darfst so mich richten. Ach ja. Wir wollen jetzt am Strand fahren und ein bisschen die, wie heißt das, die Lage erkunden. Denen terrorisieren. Ja, genau. So, wir haben eine Waschmaschine angemacht schon. Erster Tag, Waschmaschine läuft. Ja, Kippi war schon am Pool. Heute Morgen. Das hier ist der Zellengang. Das ist der Zellengang. Da sind wir echt Schlafzimmer an Schlafzimmer, aber das Ding ist so groß. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja. Waren richtig gut. Cool? Ja, die sind richtig gemütlich und weich. Ja. Und du hast ja auch eine schöne Aussicht im Garten, ne? Mhm. Charlie, ein großes Zimmer für dich alone. Ja. Oh, das ist Christins Zimmer hier. Wir filmen einfach. Tada! Ja. Hier liegt so eine Truhe, die sind auch mega cool, finde ich. Weiß gar nicht, wo die alle sind. Ist jemand hier? Nee, das ist der Pool. Ja. Ah, hallo. Christina Aguilera ist noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Wir wollen los, ne? Ja. Na, dann sieht's so. 2 Minuten. Der Sauger ist hier? Ja, weil ich muss doch meine Haare wegsaugen. Ach so. Ich kann ihn doch immer. Ah, sie hat leichten Haarausfall. Ganz leicht. Die Christina. Oh, es ist so schön warm hier. Ja, der Pool wurde wieder abgedeckt mit dieser Plane. Weil dann bleibt es wärmer, ne? Also hat sie gesagt, wegen die Heizkosten. Weil ansonsten ist das ja irgendwie umsonst heizen. Ja, der Kameramann spielt gerade. Oh, hast ein Spielzeug gefunden? Ja, aber das funktioniert nicht so gut. Kippi ist draußen und spielt. Nicole ist fertig. Sind alle fertig? Außer Christine ist gleich fertig. Wollen wir noch eine Tischtennis spielen? Eine Runde? Oh, wollt ihr mal gucken, wie ich Tischtennis spiele? Also es ist ja schon Ewigkeiten her, da war ich in der Schule, ne? Wimbledon. Bin ich so. Wimbledon. Also, ich weiß nicht. So, meine Lieben, nachdem ich Silvio fertig gemacht habe, mal eben nebenbei. Oh, hi. Da ist mein kleiner Junge. Klein. Mein Baby. Ist sie kein Baby mehr. So, wir fahren jetzt. Ne? Nicht noch eine Woche. Nein. Hast du schon Baby machen? Nein. Oh. Alle Mann Sicherheitspipi. So, wir wollen jetzt los. Hast du schon Sicherheitspipi gemacht? Weißt du? Nee. Immer müssen wir auf Christina warten. Wir wollen jetzt mal gucken, wo der Beach ist. Linde, siehst du nicht die Sonne, wie die scheint? Die Sonne, wie die scheint. Ja. Ja, das ist echt so. Okay, dieser Becher ist ein Stein. Nein, gib mal den Becher bitte her, Kippi. Nimm die. So. So. Okay, dann fahren wir jetzt. Häuschen ist sicher. So. Oh, Kippi springt. Wir sind hier angekommen in so einem Ferienort. Also hier ist richtig viel los. Mama, ihr Lieben! Ihr Lieben! Christine! Anna, Anni! Hallo! Nicole! Mach eine Rolle! Nein!
kann ich noch pusten. Ja. Das ist voll cool. Und hier ist der Strand da hinten irgendwo. Und das ist halt wie so ein Feriencenter. Voll cool. Ja, und hier sind halt viele, ja, viele Attraktionen. Da ist ein Haus, das steht auch andersrum, aber in klein. Bei uns in der Nähe in Wispingen ist auch so ein Haus, aber viel größer. Das ist hier klein. Guck. Oha, Charlie. Noch ein bisschen, Kolle, volle Kraft, volle Kraft. Komm, Schatz, komm, Schatz. Oh, Xavi ist aber ganz schön hoch. Du musst halt nur noch ein wenig. Nee, 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 nee. Na, Christine, auch eine Runde zu rein. Danke. Das ist schön. So Leute, was haben wir gemacht, Christine? Wir haben gegessen. Wir haben gerade Mittag gegessen. Schön, oder? Immer ich. Sie schwimmt sich immer. Ja, du bist die Einzige, die mitmacht hier. Nee, aber ich muss, ja, ja. Ich werde gezwungen. So, wir haben Mittag gegessen. Mama! Tschüss! Wir sehen uns! Und Eis gegessen. Oh, wir sind richtig satt. Also ich habe ein halbes Hähnchen mit Pommes. Silvio hat einen gegrillten Teller, dann haben wir Softeis gegessen und jetzt gehen wir hier in so eine, ja, Fußgängerzone so hier spazieren. Das ist voll goldig und jetzt gehen wir zum Strand eigentlich. Aber Leute, es ist ganz schön happig, ne? Also wir haben hier in so einem Imbiss gegessen, 95 Euro bezahlt. Oh. Das ist ganz schön teuer, muss man jetzt sagen. Also Dänemark ist schon nicht ohne. Aber das ist, und hier ist ein Biergarten. In Dänemark. German in Spirit Menü. Das sind so Hütchen. Ah, das ist Eis. Hallo. Was geht ab? Hallo. Alles gut noch? Wir haben gerade gegessen, habe ich erzählt. Wir sind schön. Ach, ein Badeschlüppi. Aber hier, ich glaube. Ah, egal, ich ziehe weiter durch. So, der Weg zum Strand. Ey, das ist so schön hier. Guck mal, die Häuser. Die sind so. So versteckt, auch da hinten, in diesen Hügeln irgendwie. Voll süß. Das habe ich noch nie gesagt. Mama. Nee. Hier sind wir on the beach. Mama, ich kann noch mal. Es ist echt warm. Ich habe mir einen Pullover angezogen. Aber das Wetter sah nicht so prickelnd aus eigentlich. Aber es ist warm. Es ist ein bisschen feeling like wie in Spanien. Aber nur ein bisschen. Da fehlen noch 25 Grad. Und der Elhaft läuft da jetzt rein. Oh. Das war richtig krank. Das war cool. Der war nett zu uns. Habt ihr was Gutes erobert da oben? Noch nicht viel. Einen Bunker haben wir gefunden. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Aber ansonsten, ja, da sind ein paar coole Kuhlen da in den Dünen. Ja. Da sieht man auch so Feuerplätze und so, da haben sie das gemütlich gemacht. Aber warum kann man dann rein? Es gibt welche, da kannst du rein. Es gibt ganz viele hier in Dänemark. Aber irgendwie ist immer einer. Da ist noch einer. Wieso gibt es hier kein FKK oder so?
Ja, stimmt, Mensch. Hättest du wohl gerne das Video? Ja, hättest du wohl gerne, ne? Natürlich, ich hätte damit kein Problem. Nee, da weiß ich, Christine. Alter, looks like Stopper und Socks. Ja, yeah, this is crazy. I feel it, so. Komm, go with out. Das ist in Sahne. Ja, hier komm ich. Ja. Gut, ja, ist kalt. Okay. Ist gut und kalt. Mhm. Es ist gar nicht so kalt, ne? Ja, ich habe doch gesagt, heute war der wärmste Tag. Also wenn hätten wir heute... Ja, nee, aber nächste Woche Montag auch. Montag oder Dienstag soll es auch. Da müssen wir auch Strand-Day machen dann. Mhm. Ach, wie schön. Wart ihr schon am Wasser, Leute? Ja, die Wellen haben uns fast erwischt. Oh, ich wollte euch mal einen Haarschnitt zeigen. Oh nein, jetzt kommt's. Haltet euch fest. Haltet Guck euch fest. Mal. Guck, wie kurz. Ist das nicht kurz? Ja. Es ist sehr ungewohnt, weil ich immer lange Haare hatte. Aber ich dachte, nee, diesmal Haare ab, es langt. Und ich hab's getan. Und so sehe ich es auch. Wirklich getan. Unglaublich, oder? Wie kann sie nur? Die schönen Haare. Oh nein, sie ist schon nass. Und Tata auch. Es ist schon ein bisschen schön mit den Dünen und so. Ne? Ja, das stimmt. Guckt mal. Wie herrlich. Oder? Ja. Natur pur. Finde ich echt schön. Ja. Es ist ein schönes Ort hier, finde ich. Lass uns mal zu den Jungs gehen. Ja, ein bisschen. Die machen immer Schwachsinn. Ja, normal. Mal Chris den Schuhe. Ja. Völlig nass? Ich bin völlig nass. Oh nein. Und wir bleiben jetzt am Strand. Und haben ein bisschen Spaß. Also die Kleine hat am meisten Spaß, glaube ich. Das Wasser ist eiskalt, aber das stört die gar nicht. Jetzt kannst du auch nicht dichter dran. Okay. Silvio will ins Wasser rein, obwohl er keine Badesachen mehr hat. Oh nein, die gehen wirklich rein! Die sind verrückt, oder? Die sind echt verrückt. Ihr habt's getan! Und wie findest du das? Geil. Ist das schön? Ja. Tata ist mit Klamotten rein. Amani! Guck mal, Silvio ist mit Klamotten rein. Komplett. Da liegt eine Robbe. Eine Robbe? Da, das ist kein Hund, das ist eine Robbe, die lebt. Nein. Aber darf man nicht hingehen, ne? Nur da außen rum und einmal gucken. Oh nein, das ist eine Babyrobbe. Aber was steht denn hier? Keep distance from the seal. Also haltet Abstand von dem Sänger, Seal. Von Seal ist hier.
aber es sieht nicht gesund aus. Mama. Oh nein! Es lebt! Hey Baby! Wo ist das? Oh nein! Oh, wie niedlich! Die hat wirklich nur geschlafen. Das gibt's doch nicht. Ich habe noch nie so eine Robbe gesehen. In real life. Habt ihr schon eine Robbe gesehen? Nee. Ja. Vielleicht mal im also Zoo. Also so dicht dran? So schlafe ich auch immer. Wenn ich mich daneben packe, kann ich die Robbenmama sein. Du bist eine Robbe.